Hallo, ich bin der Jens. Hallo, ich bin die Bettina. Hallo, ich bin die Nadine. Hallo, ich bin die Hannah. Hallo, ich bin die Lisa. Hallo, ich bin der Kilian. Hallo, ich bin die Cheyenne. Hallo, ich bin die Lena. Und gemeinsam ist es die Firmengruppe aus Börwang. Seit über einem halben Jahr treffen sich die 14-Jährigen nun schon einmal im Monat. Pastoralreferent Martin Gräfen bereitet die Achtklässler auf ihre Firmspende vor. Heute ist die letzte Stunde und da geht es noch einmal um ihren diesjährigen Themenschwerpunkt, die sogenannten Perlen des Glaubens, die auch symbolisch die Kreismitte der Gruppe bilden. Die Perlen des Glaubens haben verschiedene Facetten und die zwei letzten Perlen, die wollen wir heute anschauen. Das eine ist die Perle der Nacht und die andere Perle der Auferstehung. Und die Perle der Nacht, die hat mit Dunkelheit, die hat mit Angst zu tun, die hat mit den Schwierigkeiten, die im Leben auf einen kommen, zu tun. Und das wollen wir heute ein bisschen gestalten, sodass die Jugendlichen das spüren können und erleben können. Um die Perle der Nacht auch wirklich zu erleben, dunkelt Martin Gräfen den Gruppenraum völlig ab. Die Firmlinge sollen intensiv hinspüren können. Welche Gefühle entstehen in ihnen? Alles Erlebte dokumentieren die Jugendlichen dann auch immer in ihrem Firmentagebuch. Die ganze Vorbereitung über begleiten sie die Perlen des Glaubens schon. Schließlich wollen die Achtklässler für das Sakrament der Firmung im Juni gut gerüstet sein. Und da war dieser Blickwinkel auf das Leben eine schöne Möglichkeit. Vielleicht Situationen, die man selber schon mal gehabt hat, wiedergefunden. Ja, also man geht ja mit diesen Perlen des Lebens eigentlich seinen eigenen Lebensweg. Und man kommt dann immer von einer Station zur nächsten und dann lernt man halt auch vieles über die Kirche und auch über sich kennen. Ich fand es auch ganz gut, weil man halt mehr über sich selber und die Kirche und alles halt kennengelernt hat. Eine Art Horizonterweiterung für das eigene Ich. Und genau darum soll es bei der Firmung ja gehen. Es ist das Erwachsenwerden im Glauben. Ich würde sagen, dass sie jetzt in einem Alter sind, wo sie sich loslösen, wo sie ihr eigenes Leben probieren, ausprobieren und vor allen Dingen, wo sie versuchen, neue Sichten des Lebens zu entdecken. Und da versuche ich einfach in der Firmenvorbereitung, sie darauf hinzustoßen und so ein bisschen so anzustoßen. Dieser Anstoß scheint gelungen. Etwas aufgeregt und doch voller Vorfreude sehnen die Jugendlichen ihre Firmung herbei. Die Gruppe aus Börwang fühlt sich jedenfalls gut vorbereitet und kann mit neuen Erkenntnissen den nächsten Schritt des Christseins gehen.